Kurz vor 12. Jenny und Ivo haben gerade wieder einmal einen Einsatz gerockt. Ich liebe diese Stelle. Den Kopf schnell wieder frei bekommen ist wichtig. Doch noch auf dem Rückweg zur Wache erreicht die beiden der nächste Alarm. So, wir haben den Einsatz bekommen und sind jetzt alarmiert worden zu einem Fahrradsturz/Fahrradunfall und schauen dann jetzt gleich mal vor Ort, was passiert ist, denn wir haben noch gar keine Infos dazu. Wenn Zeugen einen Verkehrsunfall melden, sind die Angaben oft nur bruchstückhaft. Beim Meldebild Fahrradsturz gehen uns verschiedene Gedanken erstmal durch den Kopf. Das kann von einer kleinen Kopfplatzwunde oder Armverletzung bis hin zu einer schweren Verletzung verschiedene Dinge sein, die uns dort erwarten. Und da gucken wir jetzt einfach mal gleich, was genau passiert ist. Offenbar ein größerer Unfall. Denn Jenny und Ivo sind nicht die einzigen Retter vor Ort. Oh! Ui, das war jetzt aber nicht angezeigt. Größere Einsatzlage zur Info. Unser erster Gedanke war tatsächlich, was ist hier passiert? Wir sind auf einen oder zu einem Radsturz alarmiert worden und kommen an. Und es ist ein Großteil von Einsatzkräften dort bereits vor Ort. Da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Was ist hier gerade passiert? Wie viele Verletzte gibt es denn, wenn wir jetzt als zusätzlicher Rettungswagen noch dorthin kommen? Und das galt es für uns erstmal herauszufinden. Die Feuerwehr und ein weiteres Rettungswagenteam kümmern sich um eine ganze Gruppe von Radsportlern. Ivo und Jenny müssen sich so schnell wie möglich einen Überblick verschaffen. Hi. Hi. Fahrradsturz gibt bei Bewegung starke Schmerzen im Oberschenkelbereich an. Okay. Verdacht auf Oberschenkelhals und werden bereit, ihm was zu geben. Ja, perfekt. Mit wie viel km/h sind denn Sie abgeflogen vom Fahrrad? Meiner, wie schnell war der? Ich glaube, 25. Meiner, wie schnell sind wir gefahren? 25. Bei solchen Geschwindigkeiten kann man sich schwerste bis hin sogar zu lebensbedrohlichen Verletzungen hinzuziehen. Sollte tatsächlich der Oberschenkelhals gebrochen sein, kann der Mann bleibende Einschränkungen davontragen. Und noch wissen die Retter nichts über den Zustand des zweiten Verletzten. Mittelmark. Ivo und Jenny haben es gleich mit mehreren möglicherweise schwerstverletzten Radsportlern zu tun. Als sie an der Unfallstelle eintreffen, sind bereits die Feuerwehr und ein anderes Rettungsteam vor Ort. Okay, welchen sollen wir übernehmen? Ihn? Wollt ihr ihn übernehmen, also, wenn ihr schon alles mit Medikamenten vorbereitet habt? Ja, haben wir schon. Dominik und Gitter schon vorbereitet. Genau. Oder wollt ihr den anderen haben? Welchen Trainer kommt denn? Wir wissen gar nicht. Ich weiß nicht. Wir haben nur gesagt, ach, stimmt, ihr seid. Nee, wir sind RTW, deswegen, genau. Zweiter RTW, sorry. Frage, welchen Patienten wir übernehmen sollen. Ich dachte, dann nimmt mal den, bitte. Ja? Ja. Soll ich euch noch einen NEF nachbestellen? Nee, einer müsste ja unterwegs sein. NEF Telto soll kommen. Perfekt. Ja. Gut. Ja, oh jetzt Gott, haben wir's. Ja, schickt uns mal den Kollegen rüber. Gut, machen wir so. Ja. Perfekt. Danke euch erstmal. Haben wir wenigstens Übergabe gehört. Die Kollegin dachte, dass ich der Notarzt bin. Und meine Kollegin, die Fahrerin des Notarztfahrzeuges, hat mir eine komplette Übergabe gemacht und mich dann gefragt, ob wir jetzt diese und jene Medikamente geben können und wie wir weiter verfahren mit dem Einsatz. Nach dem Missverständnis geht es schnell zum zweiten Radsportler. Auch er ist zum Glück bei Bewusstsein. Hallihallo. Was soll ich dir sagen? Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber er ist auf jeden Fall voll ansprechbar, kann sich an alles erinnern. Okay. Ist über den anderen Kollegen, über das Fahrrad, was schon auf der Straße lag, drüber. Konnte nicht mehr ausweichen, nicht mehr bremsen. Knie, Schürfwunde, Ellenbogen, Schürfwunde, Schulter, Schmerzen, stechender Schmerz bei Bewegung. Wie schnell waren Sie ungefähr? Ja, ich war dahinter, 25 sind wir gefahren. 25. Das reicht aus, wenn das Rad wegrutscht. Das ist klar. Kurz darauf trifft der Notarzt ein. Während er sich um den ersten Verletzten kümmert, machen Jenny und Ivo ihren Patienten transportbereit. So, der Patient wurde ja schon vorversorgt, anversorgt von den Kollegen. Das heißt, wir werden ihn jetzt bei uns ins Auto packen und dann noch mal komplett durchuntersuchen. Besonders die Schmerzen in der Schulter lassen Schlimmes vermuten. Möglicherweise ist etwas gebrochen. Wie heißen Sie denn überhaupt? Mein Name ist Rainer Potlesch und Herr Potlesch. Ich werde jetzt 77 Jahre alt und bin noch 76. Ja.
sonst ist nichts weiter. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Potlesch? Nein, Allergien nicht. Müssen Sie Medikamente einnehmen? Ich nehme ASS 100. Ja. Ich hatte wie nannte sich das, Vorhofflimmern. Ja. Außerdem ASS 100, müssen Sie noch was einnehmen? Gar nichts. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen? Heute früh um halb acht. Heute früh um halb acht. Okay, gut. Perfekt. So, mein Lieber, ansonsten ich zieh Sie mal sportlich ab. Fit. Rainer. So, warten Sie. Ich helfe Ihnen erstmal vorsichtig mit dem Aufstehen. Eins, zwei, drei. Der Schmerz im Arm ist aushaltbar? Wie ist es jetzt? Ich habe ja den ruhig gestellt. Den okay. Also darf ich Ihnen den Helm noch kurz abnehmen? Ja, können Sie machen. Aber wie gesagt, es ist nur der Schmerz ist nur hier linke Seite, Schulter. Perfekt. Die Rippe, wenn ich sie bewege. Wir gucken uns das im Auto gleich mal noch an. Dann bitte einmal zu uns in die gute Stube. In solchen Einsatzsituationen ist es für uns immer ganz gut und wichtig, dass wir ihn in die ruhige und geschützte Umgebung unseres Rettungswagens verbringen, um ihn dort in angenehmer Atmosphäre wirklich zu untersuchen und zu versorgen. Trotz des schweren Sturzes wirkt der Patient erstaunlich gefasst. Der Vordermann ist weggerutscht in der Kurve hier im Kreisverkehr. Die Straße war nass, vielleicht ein bisschen schmierig oder eine hastige Bewegung mit dem Lenker, wie auch immer. Und ich bin praktisch über das schlitternde Rad oben rüber gefahren. Bei dem Unfallhergang kann es auch zu inneren Verletzungen gekommen sein, die der Patient vielleicht noch gar nicht merkt. Der Notarzt und einem zweiten Rettungswagen zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei einem Sturz haben sich zwei Radsportler verletzt. Wie es aussieht, schwer. Welches Krankenhaus war jetzt? Wir gucken noch drin und dann sagen wir Ihnen Bescheid. Ja? Die beiden waren mit 25 km/h unterwegs. In der Gruppe hätte es leicht noch schlimmer ausgehen können. Man konnte noch ausweichen, ne? aber er konnte nicht ausweichen. Der Kollege ist vorne auch mit dem Vorderrad weggerutscht und ist ihm reingefahren. Oder? Ich hatte das Glück, wir sind wieder so um die 40 Stundenkilometer gefahren und musste eine Lücke lassen, weil es mir zu schnell war. Und dadurch habe ich das nur gesehen. Ja. Stürze im Radsport haben bei den hohen Geschwindigkeiten oft fatale Folgen. Zum Glück trugen die Fahrer alle einen Helm. Ich taste noch mal hier am Kopf entlang. Tut da was weh? Nein, nicht. Tut hier was weh? Nein, auch nicht. Perfekt. Hier oben an der Schulter passt es? Da fängt es dann nachher an. Da fängt es an. Die Untersuchung ist bei möglichen Brüchen und Prellungen eine schmerzhafte Prozedur. Einmal schön den Arm versuchen rauszuziehen. Wenn es irgendwie geht. Warten Sie. Okay. Meine Güte, Sie sind ja tapfer im Leben. Naja, ich war seit 60 Jahren Rad. Ah, leichte Abschürfung. Sehe ich. Oben links. Okay, Sie können sich entspannt wieder anlehnen. Ich hier drücke am Brustkorb, tut da irgendwas weh? Hi! Nee, hi! Okay. Wollen wir nach euch schauen hier? Ja, mach mal. Jo. Wie haben Sie ins Spiel auch Fahrrad gefahren? Wir sind als Gruppe gefahren und der erste vorne ist weggerutscht mit dem Vorderrad. Ja. Tempo war eigentlich angemessen, 25, aber wahrscheinlich eine ganz kleine hastige Bewegung mit dem Lenker und dann das verträgt bei der Nässe nicht. Mir ist sein Rad weggerutscht und ich bin über ihn rüber. Und es bleibt beim Schulterschmerz. Ist der auszuhalten oder wie stark ist der? Nee, jetzt ist, wenn es fixiert ist, ruhig ist, merke ich nicht. Aber sobald Bewegung ist und ich denke irgendwo im Rippenbereich. Eine Rippenprellung sagt er noch, genau. Okay. Linke Rippe irgendwo. Das heißt, ihr macht ihn alleine? Ja, wir machen ihn alleine. Ich würde ihn noch mal abhören, noch mal fertig untersuchen und dann. Alles klar. Der Notarzt wird beim anderen Verletzten dringender gebraucht. Dort besteht der Verdacht auf einen Oberschenkel-Halsbruch. Notfallsanitäter Ivo kann die Untersuchung auch allein durchführen. Weder ihm noch Jenny ist allerdings klar, wen sie da auf ihrer Trage haben. Und hier das Knie, wa? Wenn ich hier drücke, tut da was weh? Nein. Und ich kann hier hoch. Ich hätte jetzt auch zu Fuß nach Hause laufen können. Okay. Wenn der Arm fixiert ist, hätte ich zu Fuß nach Hause laufen. Füße können Sie bewegen? Ja, alles. Das ist perfekt. Scheint nicht Ihr erster Sturz zu sein. Im Laufe von 60 Jahren, nee. Da sammelt man ein paar, ne? Einige, drei Schlüsselbeine. Hui. Ein Jochbein. Eieiei. Ein sogenannter Schädelhaares hier oben. Ja. Und dann bei den verschiedenen Weltmeisterschaften auch noch einiges. Aber ist gut, es hat sich in Grenzen gehalten. Es hat einmal einen Weltmeistertitel gekostet, einmal einen Olympiasieg. Oh ja. Nein. Oh, jetzt habe ich gleich Respekt hier. Nö, auch das müssen wir nicht. Wahnsinn. Das ist schon lange vorbei. Aber trotzdem. Schön, dass Sie es noch weitermachen. 68 in Mexiko. Oh, wow. Wahnsinn. Rainer Potlesch war nicht nur Olympiateilnehmer und mehrfacher deutscher Meister.
1978 und 1983 wurde er sogar Weltmeister bei den Stehern, einer Ausdauerdisziplin im Bahnradsport, bei der hohe Geschwindigkeiten über lange Distanzen gehalten werden. Schmerz ist auszuhalten, oder? Ja, wenn so lange wie das. Wie stark sind die Schmerzen jetzt von 1 bis 10? Von 1 bis 10, ja. 4 oder 5. Okay. Aber wie gesagt, nur bei vollkommener Stillhaltung. Bisher hat Rainer Podlesch auf Schmerzmittel verzichtet. In diesem Fall hält Ivo aber lieber noch einmal Rücksprache mit dem Notarzt. Ich wollte dich nur fragen, falls während der Fahrt mit Schmerzen schlimmer wird. Er sagt jetzt eine hohe Schmerzskala 4, ob er ein bisschen Ketamin kriegen darf. Wenn ich einfach mal Novalgina als Kurzinfusion 2 Gramm machen? Und wenn du das zu mir sagst, dann mache ich das. Würde ich zu dir sagen. Wenn gut. Du vorher fragst, ob er allergisch ist auf Metamizin. Das frage ich ihn nochmal, natürlich. Ja? Ja? Machen wir so, gut? Ja. Dann können wir auch kurz warten, im Konvoi fahren, oder? Genau. Also, nach Rücksprache mit dem Doktor, bitte direkt einen Zugang und Novamin-Kurzinfusion und wir fahren als Konvoi alle ins Bering. So verstanden. Dass der 76-Jährige den Sturz verhältnismäßig gut weggesteckt hat, liegt wohl auch an seiner erstaunlichen Fitness. Ich bin, wie gesagt, 76 Jahre alt und fahre im Jahr 30.000 Kilometer. Und 30.000? Also im Schnitt Wahnsinn. 300 Tage im Jahr 100 Kilometer. Ey, Respekt, wirklich. Willst du nochmal? 30.000 Kilometer Fahrrad im Jahr fahren. Bin ich Rentner. Als Rentner hat man die Zeit. Und ihr sagt dann, wenn macht Spaß. Ja, genau. Wir brauchen nur 3 Minütchen und dann. Sei denn, du hast Lust auf eine Infusion. Das wäre ja super, ja. 2 Gramm, hat er gesagt, in die KI. Bis zur Klinik ist es eine gute Viertelstunde. Ivo nutzt die Zeit, etwas mehr über seinen berühmten Patienten zu erfahren und ihn nebenbei von seinen Schmerzen abzulenken. Sagen Sie mal, wie viel Training haben Sie denn da immer investiert? Meine Güte, bei den Olympischen Spielen mit. Ja, ich bin seit 1961 aktiv. Ja. War dann das erste Mal bei der Weltmeisterschaft 66. Und dann 20 Jahre ununterbrochen, 2 Mal bei Olympischen Spielen. Ich sag 20 Mal bei der Weltmeisterschaft. 20 Mal? Ja, jedes Jahr im Prinzip. Ja. Wahnsinn. Als ehemaliger Rennfahrer und heutiger Trainer sitzt Rainer Podlesch seit 50 Jahren fast jeden Tag auf dem Rad. Auch heute noch. Im Jahr fährt er rund 30.000 Kilometer. Das heißt, Sie haben Ihr ganzes Leben eigentlich immer zu Sport getrieben und Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Wann er das nächste Mal in die Pedale treten kann, ist jedoch offen. Erst im Krankenhaus wird sich zeigen, wie schwer die Verletzungen von Rainer Podlesch und seinem Trainingskameraden Udo Jungnickel sind. Ach, du bist auch schon da. Du bist auch schon da. Schön. Dass ich dich noch mal wiedersehen kann. Ich war direkt bei dir am Rad jetzt eben. Wie die beiden sich zugewunken haben, da merkt man schon, dass da auch ganz viel Liebe war über die jahrzehntelange Freundschaft. Es war auch noch mal sehr amüsant, wie die beiden auch mit viel Humor an die ganze Situation rangegangen sind. Mit den Verletzungen der beiden ist allerdings nicht zu spaßen. Rainer Podlesch hat sich 4 Rippen und einmal mehr das Schlüsselbein gebrochen. Außerdem hat seine Lunge einen Riss bekommen. Udo Jungnickel hat wie vermutet eine Fraktur des Oberschenkelhalses. Beide müssen operiert werden. Auf das Radfahren werden sie wohl einige Monate verzichten müssen. Auf dem Rückweg zur Wache sorgt dieses Mal Jenny für die musikalische Untermalung. Ivo scheint zwar etwas weniger textsicher zu sein als seine Kollegin, aber dank Jennys mitreißender Performance hat auch er seinen Spaß. Wir stellen jetzt schnell die Einsatzbereitschaft wieder her, füllen auf und dann schauen wir mal, wann der nächste Alarm kommt. Ivo und Jenny fahren jetzt seit einem Jahr zusammen. Als Team harmonieren sie sehr gut, nicht nur beim Thema Musik. Was wäre denn jetzt, Jenny, wenn er nicht deinen Musikgeschmack teilen würde, der Ivo? Würdest du denn einfach knallhart austauschen? Ich würde Ivo natürlich meinen Musikgeschmack aufdrängen. Nein, ich will meinen Ivo gar nicht tauschen. Ich schätze an Ivo sehr, dass wir gut zusammenarbeiten können, auch Spaß zusammen haben und selber nicht so ernst nehmen. Wir achten aufeinander. Wenn der einen Tief hat, dann peppelt der andere einen auf. Also schon wirklich genial, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und eben das Fachliche stimmt auch. Bislang ahnen weder Jenny noch Ivo, dass ihre fachliche Kompetenz schon sehr bald auf eine harte Probe gestellt wird.
Es gibt zwar auf der Wache Betten zum Ausruhen, doch an manchen Tagen kommen sie gar nicht aus dem Rettungswagen raus. Irgendwo klemmt hier. Matthias! Ich flippe aus! Komm mal kurz. Die Tür auf der Fahrerseite ist blockiert. Ein echtes Problem. Denn so ist der Wagen beim nächsten Alarm nicht einsatzbereit. Was ist denn das? Was ist denn das? Was denn? Guck doch! Machen Leute, mach langsam die Tür auf. Was hast du gemacht? Nichts! Nur gut, dass das nicht während eines Einsatzes passiert ist, wenn es um Sekunden geht. Kann Kollege Matthias Koch die defekte Tür reparieren? Du, die ist ausgehebelt. Dann willst du mit deinem Adoniskörper mal hier runterkommen? Wenn du das nochmal sagst. Wie eine Katze. Offenbar hat Matthias nicht nur einen Adoniskörper und die Beweglichkeit einer Katze, er hat auch noch Ahnung von Autos. Na guck mal hier, das ist mein Problem. Darf ich vorstellen, das ist unser Fachbereichsleiter des Deutschen Roten Kreuzes in Potsdam-Mittelmark, der Herr Koch. Auch Türnotöffner. Die Tür ist auf. Doch jetzt geht es an die Ursachenforschung, denn natürlich soll sich das Ganze nicht wiederholen. Also ist die ganze Verkleidung abgespreizt hier unten? Nein, das, jetzt müsste ich ja auch. Na doch, nein, das ist alles abgespreizt. Das war keine Frage. Das war eine Aussage. Das ist ab hier, das ist alles los. Ach, das geht noch nicht. Na guck sie mal an. So ein Hustensaft hier. Offenbar hat die lockere Türverkleidung die Blockade verursacht. Mit vereinten Kräften versuchen Ivo und Matthias das Problem zu lösen. Das ist großartig. Guck mal, hier ist es rausgekommen. Au! Nicht meinen Beifahrer verletzen. Ich glaube, da ist irgendwas abgebrochen. Wie zwei im Buddelkasten, ey. Guck mal da. Ach, guck mal. Ich baue schon mal die Warnlampe auf. Humor haben sie, das kann ich dir sagen. Aber so eine Reparaturarbeiten hatten wir jetzt auch noch nicht in der Regel. Ja, warte mal, aber. Ich will doch nur meinen Thai-Curry. Ich wollte sagen, soll ich dir deinen Thai-Curry runterbringen? Oh, gerne, Jenny. Ja? Eigentlich wollte Ivo endlich etwas essen. Gut, wenn man eine hilfsbereite Kollegin hat. Ich dachte, ich fütter jetzt den Ivo. Ein Löffel für die Jenny. Ich stelle dir das irgendwo hier hin. Also bevor ich in den Rettungsdienst gegangen bin, habe ich mal angefangen, Informatik zu studieren. Hast aber du nicht? Ja. Nee. Doch, ich habe ein Semester Informatik studiert. Dann festgestellt, dass ich für Mathe einfach zu blöd bin. Und dann habe ich es gehen gelassen. Hast du gedacht, gehst du Menschenleben retten? Ja. Und manchmal eben auch Autos reparieren. Müsste erst mal halten. Dann kann der nächste Einsatz ja kommen. Spaß. Ja, schön. Vielen Dank, Kochi. Aber gerne erst nach dem Essen. Manchmal auch ruhigere Schichten. Diese gehört definitiv nicht dazu. Auch der nächste Notruf könnte dramatischer kaum sein. Also wir sind jetzt unterwegs zum Stichwort Atemnot und sind jetzt auf Anfahrt in ein Pflegeheim zu einer 89-jährigen Patientin. Mit wohl brodelnden Atemgeräuschen. Und das wäre schon eine Situation, die vom Meldebild potenziell auch kritisch werden kann. Sodass wir da gleich einmal schauen müssen, was uns erwartet. In dem Moment, in welchem der Pieper losgeht, dann stellen wir uns sofort quasi auf den nächsten Einsatz ein. Wir schauen einmal kurz, was ist die Alarmmeldung, versuchen uns die Informationen, die uns die Leitstelle gibt, herauszuziehen und versuchen dann auch gedanklich uns schon auf den Einsatz einzustimmen. Was kann uns erwarten und welche Maßnahmen können wir dort entsprechend einleiten? Inzwischen sind zwar die meisten Pflegeheimbewohner geimpft, aber bei Atemnot ist auch eine Covid-Infektion nie ganz auszuschließen. Wir müssen jetzt einmal schauen mit der Straße. Ah, hier. Hat ja nie geblickt. Ich nehme hier die Schutzbrille noch mit. Ich werde meine Brille einmal ablegen. Nimmst du dir auch eine Schutzbrille mit, falls doch Covid oder so? Natürlich. Und FFP3-Maske und wir nehmen auch einmal noch die Schutzkittel noch mit. Ja? Eine Pflegekraft weist die Retter ein. So, hier geht's rein.
Passen wir mit der Trage rein? Ja, perfekt. Das ist wirklich großartig, zumal wir auch das Problem hatten, dass wir an einer schmalen, stark befahrenen Straße waren. Das heißt, man muss viele Dinge beachten, wenn man dort einparkt, dass man den Verkehrsteilnehmenden auch immer noch Platz macht und dass sie dann gleich gewunken hat und uns den richtigen Weg gezeigt hat. Dadurch konnten wir einfach schneller mit unserer Arbeit beginnen. Dass hier einmal mehr jede Sekunde zählt, wird Jenny und Ivo sofort klar, als sie den Patienten im Aufenthaltsraum des Heimes sehen. Guten Tag, hallo. Hallo? Verstehen Sie mich? Hallo? Kritisch? Kritischer Patient? Ja. Flache Atmung. Ist er Covid geimpft? Ja. Zweimal? Ja. Doch wie es aussieht, bekommt der Mann kaum noch Luft. Kaltschweißig? Kaltschweißig, kritisch. Es besteht akute Lebensgefahr. 80-jährigen Mannes. Der Bewohner eines Pflegeheims bekommt kaum noch Luft. Sein Zustand ist kritisch. Flache Atmung, gleichbleibend peripherer Puls ist gut tastbar, arrhythmisch. Sehr gut. Machen wir einmal 15 Liter Sauerstoff direkt. Er sah nicht mehr so lebendig aus. Er war blass und da gingen alle Alarmglocken an. Also im ersten Moment dachten wir wirklich, wir müssen jetzt hier mit einer Reanimation beginnen. Kurz darauf trifft auch die Notärztin ein. Da Lebensgefahr besteht, wurde sie direkt mit alarmiert. Hey. Hi, grüß dich. Herr kritischer Patient, atmet ganz langsam und flach, beidseits belüftete Lungen, kaltschweißig. Pack ihm jetzt erstmal 15 Liter Sauerstoff drauf. Und dann müssen wir einmal in Ruhe gemeinsam evaluieren. Genau. Okay, Herr Fried, ja. Ivo macht Sauerstoff, ich habe ein Glas. Radiales Puls gut tastbar. Genau, den fand ich ein bisschen arrhythmisch und langsam auch, ja, oder? Jetzt gerade noch. Okay, perfekt. Erst zweimal Covid geimpft, die letzte Impfung am 7. Mai erhalten, ja? Habe ich verstanden, zweimal geimpft. Genau, und viel weiter kam ich mal Sauerstoff von uns hier auf die Nase. Dann, zügiger Rückzug in den RTW. Trage ist ja da, umlagern Sauerstoff und den Rest in Ruhe im Fahrzeug, weil er wäre ja potenziell schon auch. Guter Plan, einfach. Ja? In so einer Situation von besonderer Bedeutung, dass wir dann einen Notarzt oder Notärztin an der Einsatzstelle mithaben. Denn das Team ist größer. Wir sind mit einem mal vier Kolleginnen und Kollegen, die sich um den Patienten kümmern können. Und somit können wir einfach entsprechend mit dem Notarzt zusammen das Bestmögliche für den Patienten tun. Er fühlt sich ziemlich warm an. Entschuldigung, mein Lieber. Irgendwo ein Fenderpflaster, das müssen wir gleich mal abmachen, ja? Ja. Ich finde es noch gerade nicht. Gucken, wir machen ihn dann einmal nackt im Auto. Ja. Der Patient trägt ein Fentanylpflaster, das ein starkes Schmerzmittel an die Haut abgibt. Das muss runter. Gleichzeitig müssen die Lebensretter weitere wichtige Sofortmaßnahmen ergreifen. Können Sie uns hören? Ja. Sehr gut. Temperatur 36,8. 36,8. Aufgrund des Patientenzustandes haben wir uns in dieser Situation entschieden, dem Patienten Defi-Patches, also Defibrillationselektroden, aufzukleben, dass sobald er das Bewusstsein gänzlich verliert und vielleicht auch ein Kreislaufstillstand eintritt, wir entscheiden können, ob der Patient entsprechend einen Stromstoß benötigt oder nicht. Schön ein- und ausatmen. Danke. Möchtest du Blut abnehmen oder erstmal, dass wir überhaupt ihn haben? Erstmal das für einen. Gut. Dann tausche ich Spitz gegen Stopfen. Ja. Es gibt gewisse Standardhandlungsalgorithmen, die uns klar sagen, bei diesem und jenem Notfallbild gehen wir so und so vor. Ein besonders wichtiges Element ist aber, dass wir immer unterschiedliche Teamkonstellationen haben und somit ganz viel miteinander kommunizieren müssen, miteinander reden müssen. Nochmal, machen Sie nochmal die Augen auf, bitte. Ich will Ihnen einmal in die Augen gucken. Das war seine Uhr, ne? Ja. Wenig Pupillenreaktion hier rechts. Fentanylpflaster dürfen wir nicht vergessen. Genau. Ich weiß jetzt wenig Pupillenreaktionen, aber relativ eng. Da haben wir gleich festgestellt, dass er ganz, ganz kleine Pupillen hatte, Stecknadelkopf groß, die auch nicht mehr wirklich auf Licht reagieren. Und wenn wir sowas sehen, klingelt sofort, dass wir sagen, das könnte eine Opiatüberdosis sein. Fentanyl wirkt 100-mal stärker als Morphin. Ist tatsächlich das Schmerzmittel der Grund für den lebensbedrohlichen Zustand des Mannes?
Notärztin findet Anzeichen einer Opiatüberdosis, möglicherweise ausgelöst durch ein Schmerzmittelpflaster. Fentanyl? Ja, da haben wir es doch leicht, oder? Mit dem Ausschneiden. Ja. Das ist nur eins? Einmal auf den Panschen kleben. Lass uns einmal noch mal schauen. Rechts frei. Okay. Oh, jetzt ist es weg. Links auch frei. Sorry. Ja. Super, okay. Also rechts ist frei. Gut. Nur eins. Nochmal die Brust. Das Schmerzmittel kann die Ursache für den kritischen Zustand sein, muss es aber nicht. Was haben wir denn überhaupt für Verdachtsdiagnosen im Raum? Eine plötzlich einsetzende Luftnot? Genau. Eine Tachykardie-Herzrhythmusstörung? Ja. Und eine Wehglanzminderung. Ja. Was haben wir denn für einen Druck? Nicht messbar. Schwach. Gut, dann kannst du mir einmal aufziehen. Nur Adrenalin, 1 zu 10 und 1 zu 100. Einfach, dass wir das hier haben, bitte. Und dann bringt doch gleich nochmal das Naloxon mit. Ja. Danke. Wenn wir uns zwischendrin austauschen, einmal zusammenfassen, was haben wir für einen Patientenzustand, welche Maßnahmen haben wir eingeleitet, dann ist das ein rettungsdienstliches Prinzip. 10 Sekunden für 10 Minuten. Dieses kurze Innehalten bringt uns den Vorteil, dass wir selbst einmal durchatmen können, dass wir kurz uns fokussieren können und dann die nächsten Schritte und die nächsten Minuten quasi vorausplanen können. Der 89-Jährige ist nach wie vor in einem Dämmerzustand. Die Notärztin entschließt sich, ein Gegengift gegen das Fentanyl des Pflasters zu verabreichen. Naloxon ist drin. Doch auch mit dem Gegenmittel gibt es zunächst kein Zeichen einer Besserung. Die Pupillen hier gehen auch einfach kaum, ne? Also das scheint irgendwie reinzuwirken, aber das Naloxon hat ihn jetzt auch nicht wacher gemacht. Was uns am Anfang ein wenig verwirrt hat, weil normalerweise das Gegengift sehr schnell eine positive Reaktion herbeiführt. Bei dem Patienten kam wahrscheinlich noch hinzu, dass er auch ein bisschen ausgetrocknet war. Stimmt der Flüssigkeitshaushalt nicht, verteilen sich Wirkstoffe im Körper langsamer. Doch plötzlich. Hallo, Herr F***. Der Patient wird jetzt wacher. Wir fahren Stufe 1 ins CBF. Jetzt wird er ein bisschen agitierter. Wird jetzt wach. Vielleicht, ja. Vielleicht hat Naloxon hat vielleicht doch geholfen, was? Oder das Naloxon. Bei den Pupillen werden weiter. Super. Hallo, Herr F***. Schön, dass Sie da sind. Sie sind im Krankenwagen. Wir fahren Sie jetzt in ein Krankenhaus. Ja? Ja. In meiner Wahrnehmung ist es wichtig, mit dem Patienten zu reden, weil ich weiß nicht, was ankommt. Und es ist für alle eine stressige Situation. Und ich muss zugeben, vielleicht beruhigt es mich auch ein wenig, wenn ich mit dem Patienten rede. Ja. Mit jeder Minute verbessert sich der Zustand des 89-Jährigen. Das Naloxon hat gewirkt. Der Patient hat ein Schmerzpflaster gehabt. Das haben wir entfernt und haben ihm ein Gegengift gegeben, gegen dieses Schmerzpflaster. Und auf einmal ist er Tatsache wacher geworden. Und kann jetzt auch schon ein bisschen mit uns kommunizieren. Das heißt, das ist sehr schön. Das heißt, davon kannst du Vergiftung geben? Ja, das ist wie eine Überdosis. Der Einsatz war dahingehend sehr befriedigend, weil es ein wirklich kritisch kranker Patient war. Also wir haben ja auch noch die Defi-Patches geklebt, weil wir wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Und dann den Patienten so schnell wieder so fit zu bekommen, befriedigt einen auch schon als Rettungsdienstler definitiv und macht einen auch euphorisch. Mittlerweile reagiert der Mann nicht nur auf Ansprache. Er sucht sogar selbst das Gespräch mit den Lebensrettern. Was sagen Sie? Abstellen. Das muss dranbleiben. Das ist die Überwachung von Ihrem Herzschlag und Ihrer Sauerstoffsättigung, ja? Versuchen Sie ein bisschen auszuruhen, ja? Das ist wirklich hervorragend. Hat ein paar Minuten gedauert, aber man merkt wirklich eine bedeutsame Änderung seines Wesens. Trotzdem überwachen Ivo und die Notärztin auf der Fahrt permanent die Werte, um sofort reagieren zu können. Schön tief Luft holen. Ach so, Sie spielen an meinem Messgerät. Okay. Das muss dranbleiben zur Überwachung, gell? Der Mann bekommt alle 3 Monate ein Fentanylpflaster. Warum es dieses Mal eine solche Wirkung hatte, ist unklar.
Sie haben ausgetrunken, genau, das haben Sie gut gemacht. Ich glaube, ja? Aus, das kennen Sie gleich im Krankenhaus. Wir reden mit den Kollegen. Super, oder? Naloxon und Wasser. Ja. Mit einem ergebten Patienten was wieder für ein gut. Wir wussten erst nicht, woran liegt es bei diesem Patienten. Der Zustand war als äußerst kritisch einzustufen. Und wir hatten dann ja so durch unsere Detektivarbeit, die rettungsdienstliche Detektivarbeit, die Ursache gefunden, die Ursache behoben und somit das Leben des Patienten, ja, muss man ganz klar sagen, gerettet. Schon am nächsten Tag kann der 89-Jährige zurück in die Pflegeeinrichtung. Die schnelle und kompetente Reaktion der Rettungskräfte und Mitarbeiter vor Ort hat Schlimmeres verhindert. Für Jenny und Ivo heißt es jetzt Schichtwechsel. So, ah, sehr gut. Einmal Pieper. Wunderbar. Schlüssel. Und Telefon? Was kann ich dir sagen? Es war eine ziemlich anstrengende Schicht. Also wir haben jetzt 8 Alarme gefahren. Von mir aus kann es für euch ein ruhiger Dienst werden. Nach 24 Stunden auf der Wache warten jetzt ein paar freie Tage auf Jenny und Ivo. Ich freue mich jetzt auf den Feierabend. Ich trinke jetzt meine Tasse Kaffee noch entspannt aus und dann geht's nach Haus ins Bett schlafen. Genau. Ivo und Jenny haben alles gegeben, genau wie ihre rund 70.000 Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst überall in Deutschland.